Sanja Sala. Wir nähern uns in Riesenschritten dem Ende der Sternenträgerkampagne und sind jetzt bei Teil 5, das Tosen über Lyrathena. Vorab, schon beim ersten Durchblättern wird ziemlich deutlich, dass Sternenträger 5 nicht die Kurve kratzt und wenigstens einmal profane Probleme ins Zentrum stellt. Wie ich es mir ja eigentlich erhofft hatte, dem das im letzten Abenteuer ein bisschen angedeutet wurde. Also wenn man so durchblättert und sich die Bilder anschaut, Drachen, Werwölfe, Nachtmar. Da hat jemand nicht mit fantastischen Kreaturen gespart. Aber nachdem ich das Abenteuer jetzt durchgelesen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das nicht das Problem des Abenteuers ist. Ich hatte ja gehofft, dass die Helden, nachdem die Reiseroute sie jetzt quasi ins Herz des Mittelreichs führt, in mittelreichische Politik oder eventuell in die Politik der Magiergilden verwickelt werden würden, weil eben Leute das Schiff an sich bringen wollen. Ein bisschen so wie in der Blutigen See, als die Admiralität die Gezeitenspinne an sich bringen will, um sie, naja, im Krieg gegen die Heptarchien einzusetzen. Aber auf den Umstand, dass man hier in dicht besiedeltes Gebiet vordringt, wird eigentlich nur an einer einzigen Stelle Bezug genommen. Und zwar heißt es, sobald die Helden die Trollzacken verlassen haben, erreichen sie die Ausläufer der mittelreichischen Zivilisation. Spätestens hier erregt ihr Luftschiff große Aufmerksamkeit, und die Kunde darüber wird in den nächsten Tagen und Wochen Städte wie Romulus oder sogar Gareth erreichen. Aber das spielt dann danach exakt gar keine Rolle mehr. Aber gut, wenn das nicht Thema von Sternenträger 5 ist, dann schauen wir uns doch mal an, was das Abenteuer stattdessen tut. Es gibt tatsächlich ein profanes Problem mit Leuten, die die Bahalür in ihren Besitz bringen wollen. Allerdings beschränkt sich das auf Kapitel 1, also den Reiseabschnitt, wo die Bahalür über die ehemaligen Schwarzen Lande und dann eben schließlich über die Trollzacken fliegt. Dieser Teil spart, wie gesagt, nicht mit fantastischen Kreaturen und auch nicht mit Kämpfen, aber diese Kämpfe finden ausnahmsweise mal nicht im Traum, sondern in der Echtwelt statt. Kapitel 2 beschäftigt sich dann ganz mit dem Elfenkind Dashir, übersetzt Sternenklang, das eine Wiedergeburt von Amalaya ist und mit dem die Helden dann in eine Traumversion von Lyrathena reisen. Die Helden begleiten Dashir erst zum Grauen Mann und dann geht es eben in diese Traumwelt. Kapitel 3 ist deutlich kürzer als die anderen beiden Kapitel und hat eher so Epilog-Charakter. Also in Kapitel 3 müssen die Helden entweder Dashirs Sippe beschützen oder, je nachdem wie viel Zeit sie in der Traumwelt vertrödelt haben, können sie eventuell auch nur noch traurig feststellen, dass die Elfensippe niedergemetzelt wurde. Das macht dann aber letztlich auch keinen so großen Unterschied, denn so oder so nehmen sie das Kind mit und brechen nach Tieshiana auf. Gleich am Anfang wird eine sehr interessante Frage beantwortet, und zwar: Warum macht Arantalba nichts? Arantalba ist ja seit dem ersten Teil der Kampagne der große finstere Gegenspieler im Hintergrund und war auch für einige der Traumwelten verantwortlich. Und hier teilt uns das Abenteuer freundlicherweise mit, dass Arantalba mittlerweile klar geworden ist, dass die Helden die Einzelteile von Amalayas Lied einsammeln und sie zusammenfügen wollen. Und das kommt ihm eigentlich ganz gelegen, das heißt, das möchte er jetzt eigentlich auch nicht mehr verhindern. Aber dass er nichts tut, ist auch nicht ganz richtig, denn die Gegner in diesem Abenteuer müssen auf die Spieler sehr random wirken, aber in Wahrheit sind die fast alle von Arantalba angestachelt. Also er hat sozusagen mal geschaut, was er vor Ort vorfindet und hat das dann auf die Helden gehetzt. Auf der Reise kommt es zu ein paar Begegnungen mit Elfen, aber die überspringe ich jetzt mal, weil ich die nicht so bemerkenswert finde. Es wird jetzt in Teil 5 mal wieder Anastasius angespielt, und zwar seine fortschreitende Demenz.
man geht irgendwie davon aus, dass die Helden da was dagegen unternehmen wollen, was ich eigentlich eine sehr schöne Idee finde. Mir ist zwar nicht so ganz klar, wieso die Helden gerade jetzt auf die Idee kommen sollen. Eigentlich hätte sich doch dafür Norburg angeboten im letzten Abenteuer, wo immerhin eine Heilungsakademie ist und Anastasius auch Kontakte hat. Vielleicht funktioniert das, wenn man in Norburg ihnen den Tipp gibt, hey, wenn ihr weiter nach Süden fliegt, könntet ihr doch. Und die beiden Optionen hier sind Perreinefurten und oder Ilsur, weil da die Perreinekirche stark ist. Und ja, wenn die Helden das wollen, dann können sie einen kleinen Umweg machen und da schauen, ob es nicht jemanden gibt, der Anastasius helfen könnte. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Helden sich auch um Anastasius scheren. Das heißt, wenn sie den nur als nervig empfinden, dann wird das wahrscheinlich eher nicht passieren. Aber wenn doch, könnte gerade Ilsur mit Leatmon Freisop eine schöne Anlaufstelle sein, wo man zum Beispiel auch den Botenartikel zu Ilsur einbinden könnte, der vor einer Weile erschienen ist. Bisschen enttäuschend ist allerdings, dass Leatmon Anastasius auch nicht helfen kann. Also Anastasius fühlt sich danach besser und die Demenz ist in nächster Zeit nicht ganz so schlimm, aber letztlich wird sie ihn trotzdem kriegen. Ja, die Reiseroute führt über die ehemaligen Schwarzen Lande und es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die NSCs nicht in die Nähe von Yolgurma kommen wollen, aber naja, man kennt ja Helden. Deswegen ist trotzdem eine komplette DIN A4-Seite vorhanden, was passieren kann, wenn die Bahalür über den Isli-See fliegt. Wen sie auf der Reise noch treffen können? Wahrscheinlich werden sie ihn treffen. Ist der Schwarzmagier Xenofero Almanzar, der aus Mengbilla stammt und, naja. Wie wir wissen, alle Schwarzmagier sind das absolute Böse. Deswegen ist er derjenige, der die Bahalür in seinen Besitz bringen möchte, beziehungsweise in den Besitz seines Auftraggebers, eines weiteren fiesen Mengbilla-Schwarzmagiers und Artefaktsammlers. Und um diesen Plan zu verfolgen, schickt er den Helden erstmal einen Nuncio Volo. Was aufgrund der dämonischen Essenz des Nuncio Volos wahrscheinlich auf so eine Baumkuschler-Truppe schon relativ evil wirkt, aber naja, das Abenteuer setzt hier auf die Neugier der Helden, denn der Nuncio Volo überbringt eine Einladung, hey, wollen wir uns nicht in diesem Gasthaus treffen, ich habe da ein nettes Angebot für euch. Ob die Helden sich da offen zu erkennen geben oder ob sie da rumschleichen, die Chancen stehen wahrscheinlich tatsächlich ganz gut, dass sie da hingehen. Und wenn sie mit Xenofero reden, dann macht er ihnen einen Haufen gute Angebote. Also erstmal so das übliche Geld etc. Aber wenn die Helden da zurückhaltend sind, dann fängt er auch an, fantastischere Dinge anzubieten. Wie zum Beispiel die Ermordung von irgendwelchen persönlichen Feinden. Oder dass er es deichseln könnte, dass Held sowieso Prinzessin sowieso heiratet. Und ja, was sich da halt anbietet. Ich glaube, es wird hier davon ausgegangen, dass eine Heldengruppe, die dieses Abenteuer spielt, für sowas nicht empfänglich ist. Denn, und darauf komme ich später nochmal zu sprechen, finanziell hat sich dieses Abenteuer für die Helden bisher absolut nicht gelohnt. Ich meine gut, die Bahalür ist ziemlich bemerkenswert, aber bei allen Gelegenheiten, wo Helden normalerweise mal zum Looten kommen würden, wurden solche Gedanken im Keim erstickt, weil eben nichts echt war, sondern die spannenden Dinge ja alle in Traumwelten stattgefunden haben. Das heißt, die Helden werden wahrscheinlich auch die Angebote von Xenofero ablehnen. Xenofero verabschiedet sich dann freundlich, also er macht auch keinerlei Versuche, sie irgendwie mit einem Banbaladin oder sonst wie zu überzeugen, sondern scheint da mit offenen Karten zu spielen. Nur dass er ihnen auf dem Rückweg zum Schiff halt eine Söldnertruppe auf den Hals hetzt, die sie umbringen sollen und sich die Bahalür schnappen. Also er wollte im Endeffekt nur, dass die Bahalür in seine Reichweite kommt.
Das werden die Helden wahrscheinlich erfolgreich verhindern können. Diese Söldner sind nicht so hart und können dann weiterfahren erstmal. Das war aber noch nicht das letzte Mal, dass wir von Xenofero gehört haben. Denn er wird im Verlauf dieses Kapitels noch einen weiteren, diesmal etwas entschlosseneren Versuch starten. An der Stelle gibt es eine kleine Unklarheit. Und zwar heißt es, dass er die Söldner mit einem Dämon unterstützt. Aber dann ist seltsamerweise kein Dämon angegeben, kein Wertekasten. Es steht lediglich da, dass er einen Karakil für sich selber beschwört, also denn er möchte ja dann weiterreisen und an der Bahalur dranbleiben. Aber lasst euch davon nicht irritieren, ich glaube, das ist ein kleiner Fehler in dem Abenteuer, denn bei dem zweiten Angriff auf die Bahalur werden dann Xenoferos Söldner von einem Dämon unterstützt und ich glaube, das ist ein Vorausgriff auf diese Stelle. Das heißt hier einfach ignorieren, denke ich. Die Reise geht weiter und die Helden erreichen das Tal der Türme, was einer der Schauplätze der Phileason-Kampagne war. Und zwar haben Phileasons Leute dort das Schwert Zelflanatil geborgen, was eines der zwei heiligen Artefakte der Urima ist. Als sie sich da rumtreiben, bekommen sie Besuch und zwar schickt Apep, der Kaiserdrache, der in den Drachensteinen hockt und, sagen wir mal, für einen Drachen gute Beziehungen zu Menschen hat, eine Botin, nämlich eine Perldrachin namens Chelsara, die sich mal die Bahalur angucken soll. Und ja, die plustert sich ein bisschen auf, aber wenn die Helden angemessen mit ihr umgehen, kann sie ganz hilfreich sein. Und sie vor einem neuen Feind warnen, und zwar vor Ferrakinor. Das ist ein weiterer Drache, und zwar ein Kaiserdrache im Körper eines Horndrachen, was ich erstmal ziemlich irritierend fand. Also im Abenteuer steht, im Jahr 1012 nach Bosporans Fall aber wurde sein Karfunkel wiedererweckt, sodass er 1028 nach Bosporans Fall den Leib eines tierhaften Horndrachen übernehmen konnte und seitdem durch seine Präsenz dessen Leib umformt. Das ist ohne Kontext ein bisschen merkwürdig, aber das ist ein Verweis auf die Drachenchroniken. Also Ferrakinor kommt in den Drachenchroniken Band 3 und 4 vor. Es war nicht schwer rauszufinden, aber liebe Abenteuerautoren, ich fände es nett, wenn ich sowas nicht selbst rausfinden muss, sondern sagt mir, worauf das anspielt. Schreibt mir das irgendwo in eine Klammer rein, damit ich weiß, wo ich nachlesen kann. Nicht ganz klar ist, wieso Chelsara weiß, dass Ferrakinor vorhat, die Bahalur anzugreifen. Aber, naja, gut, Drachen und so. Und, der Grund, warum Ferrakinor es auf sie abgesehen hat, ist, Arantalva hat ihm den Tipp gegeben. Und offenbar ist es so, dass er die Besatzung töten möchte, aber das Schiff intakt lassen. Also er möchte es wohl seinem Hort hinzufügen? Also ich bin nicht sicher, was ein Kaiserdrache mit einem fliegenden Elfenschiff möchte. Aber Jäger und Sammler, denke ich. Ja, ansonsten können die Helden ein bisschen Sightseeing bei den alten Phileason-Schauplätzen betreiben. Sie finden die mumifizierte Leiche des Schwertmeisters Ermsen, der anscheinend ein Schwert in Händen hielt, als er starb. Doch dieses ist fort. Also hier der Verweis auf Zelflanatil und die Phileason-Kampagne. Außerdem laufen noch ein paar Wulfen rum. Vorsicht, das sind keine Werwölfe, sondern Wolfsmenschen. Und das eigentlich Wichtige ist, dass sie sich bei diesem Besuch einen Nachtmahl einfangen. Und zwar ist das nicht irgendein Nachtmahr, sondern auch dieser Nachtmahr kommt aus der Phileason-Kampagne. Und zwar handelt es sich um die Wüstenelfe Lailat, die eigentlich den Auftrag hatte, das Schwert Zelflanatil zurück nach Tiershiana zu bringen, aber daran gescheitert ist. Das heißt, wenn die Helden weiterfliegen, werden sie an Bord Spukerscheinungen haben, die ich ehrlich gesagt sehr cool finde.
Also es ist zum Beispiel überall Wüstensand in den Ecken und man kann sich das nicht erklären. Wenn man ihn wegfegt, ist er bald darauf wieder da. Und Lylat versucht ein bisschen hilflos Kontakt zu den Helden aufzubauen, indem sie tut, was ein Nachtmahr eben tut, nämlich sie schickt ihnen Albträume und diese Albträume kosten LEP, was letztlich zur Verwandlung in einen Vampir führen könnte. Aber so weit kommt es nicht, sondern sie versucht halt mit den Helden zu reden und ihnen Dinge zu erklären. Denn sie weiß von der Existenz von dem Elfenkind, also Amalayas Reinkarnation, um die es dann im zweiten Kapitel gehen soll. Also das gefällt mir ganz gut, ist sehr stimmungsvoll, irgendwie gruselig. Es gibt was rauszufinden, was ist eigentlich los. Auch wenn Frosty, als ich ihn nach diesem Charakter gefragt habe, nur gesagt hat, da waren viele Elfen. Das heißt, ich weiß nicht, ob sich selbst Filiason-Veteranen tatsächlich an diese Figur erinnern werden. Aber prinzipiell schön, dass sie da ist und stimmungsvoll eingebunden. Ja, während der ganzen Zeit werden sie weiter von Xenofero ausgespäht, und zwar mittels Gotongi. Außerdem heftet sich jetzt besagter Kaiser-Horndrache auf ihre Fersen und greift die Bahadur dann auch tatsächlich an. Das heißt, wir haben hier wieder Luftkampf mit Drachen, wie wir es ja auch schon im zweiten Abenteuer mit dem Gletscherwurm hatten. Hier wird Wert darauf gelegt, dass sich die NSCs mal wieder nützlich machen, also gerade auch Anastasius, was ich einen lobenswerten Ansatz finde. Aber so wie es beschrieben ist, weiß ich nicht, ob es dann nicht eher wieder ein bisschen albern wirkt. Aber vielleicht ist auch das irgendwie intendiert, ich weiß nicht. Also ich lese mal einen Satz vor. Der alte Mann wacht aus seiner Lethargie auf und zaubert sich hoch auf Segelmasten hinter den Drachen, rennt flink an ihm vorbei und ärgert ihn durch telekinetische Schläge von Trümmern gegen dessen Leib. Aber ja gut, wie man das im Detail inszeniert, das ist ja der Spielleitung überlassen. So ein Drache ist bekanntlich ein harter Gegner, deswegen kann Lylat den Helden hier zu Hilfe kommen, und zwar mit einer silbernen Flamme, wofür sie allerdings die Lebenskraft der Bahalür anzapfen muss. Silberne Flamme deswegen, weil Silberflamme ist die Übersetzung von Selflanatil und Lylat ist eben mit diesem Schwert verbunden. Ich sehe, dass die Helden gegen den Drachen wahrscheinlich viel eher Hilfe brauchen, aber jetzt kommen wir zu den Werwölfen. Xenofero hat sich nämlich derweil mit Werwolfrittern verbündet und denen ziemlich viel Geld gezahlt, dass die einen zweiten Angriff auf die Bahalür starten. Dafür hat er außerdem einen Dämon beschworen, und zwar einen Jekrislaigura. Das ist was Ähnliches wie ein Darai, also kein Kampfdämon, sondern eher einer, der Lasten trägt. Gehört auch zu Agrimots Domäne. Und das finde ich ganz schön, und zwar beschwört er ihn eben nicht für den Kampf, sondern der soll mit seinen Tentakeln das Schiff festhalten und die Werwölfe sollen dann über diese Tentakel an Bord klettern können. Das finde ich einen schönen kreativen Einsatz von diesem Dämon. Und ja, silberne Flamme würde im Kampf gegen Werwölfe natürlich sehr viel mehr Sinn machen. Also ich wäre geneigt, Lylats Hilfe eher in dem Kampf zu bringen. Aber wie gesagt, es kann sein, dass der Drache das größere Problem ist und sie da eher Hilfe brauchen. Egal bei welchem Kampf es passiert, wenn Lylat die Lebenskraft der Bahalür anzapft, dann kann sie sich so viele Lebenspunkte holen, dass sie wieder körperliche Gestalt annehmen kann. Das ist bei Nachtmahren so, deswegen saugen sie Leuten Lebenspunkte aus, denn wenn sie eine relativ hohe Schwelle erreichen, können sie wieder einen Körper bekommen. Und ja, wenn sie dann eben Gestalt annimmt, dann berichtet sie den Helden von dieser Reinkarnation Amalayas und dass sie dahin sollten. Die Infos zu Lylat finde ich gut. Also hier habe ich das Gefühl, dass ich die nötigen Infos habe, die ich aus der Filiason-Saga brauche, um diesen Charakter halbwegs vernünftig darzustellen.
Das Ergebnis von Kapitel 1 ist, der Drache Ferrakinoa ist abgehängt, Xenofero ist erneut zurückgeschlagen oder sogar tot, Lailats Spuk hat ein Ende und sie wird zu einem Teil der Mannschaft. So subsumiert das Abenteuer Kapitel 1. Kommen wir zu Kapitel 2. Sternenklang. Die Bahalur erreicht die Himmelslux-Sippe, eine Auelfensippe, die in der Nähe der Ruinen von Liretena und der heutigen Stadt Rankara Liretena lebt. Und dieser Sippe wurde vor einigen Jahren ein Kind mit dem legendären Sternenmal geboren. Sie haben es Sternenklang genannt, Isira Dashia. Und ja, die Helden kommen dahin und es gibt erstmal eine ganz stimmungsvolle Dorfbeschreibung mit alten Statuen von Murti und Zerzal. Das ist, glaube ich, ganz repräsentativ. Also ich finde die Ortsbeschreibungen in der Kampagne eigentlich alle ziemlich gut. Die Helden werden mit dem Kind bekannt gemacht. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass die Eltern des Kindes relativ stark gemacht werden. Denn ich hatte im Kopf, dass Elfen eher alternative Familienkonzepte haben. Also so, dass sich die ganze Sippe kümmert und wer jetzt das Kind geboren hat oder wer da der Vater ist, wäre nicht so entscheidend. Aber was ich ein bisschen schwierig finde, ist die Sagen- und Legendenprobe, die in diesem Teil vorgesehen ist. Und zwar wird da gesagt, ja, also wenn vielleicht einer von den Helden Tulamide oder Novadi ist, dann könnte er dieses Märchen kennen. Das klingt erstmal optional, aber dieses Märchen wird dann später nochmal sehr wichtig und ich finde es schwierig, das einzuführen. Also, wenn ihr in der glücklichen Lage seid, einen Helden zu haben, dem ihr irgendwie zutraut, dass er dieses Märchen kennen würde, dem würde ich das Märchen, bevor ihr Kapitel 2 anfangt, zuschieben, so dass er das bei passender Gelegenheit im Gespräch aufbringen kann. Denn in diesem Märchen wird im Grunde genommen gesagt, dass sie Dashia, also das Kind, brauchen, um Tieshiana zu finden. Und also das wird spätestens am Ende des Abenteuers ziemlich wichtig, denn sie müssen das Kind dann mitnehmen, sonst funktioniert der ganze Plot nicht. Sie lernen erstmal das Kind kennen und gehen dann mit ihm zusammen zum Grauen Mann. Denn diese Elfensippe hat sehr gute Beziehungen zum Grauen Mann und lebt eben am Ochsenwasser. Und der Graue Mann, der erkennt in dem Kind Sternenklang sofort Amalaya und schickt die ganze Truppe deswegen nach Liretena. Ansonsten ist er super kryptisch und unhilfreich, aber naja, so landen sie in der Traumwelt. Hier gibt es einen chronologischen Überblick im Abenteuer, was ich prinzipiell sehr hilfreich finde. Ich war allerdings irritiert, dass Amalaya offenbar nur 4 Jahre nach der Gründung Liretenas auf die Welt kam. Das heißt, Liretena war in Amalayas Kindheit gewissermaßen Neubaugebiet? Es kommt mir ein bisschen seltsam vor. Aber naja, gut, nicht so viel drüber nachdenken, schätze ich. Wird gesagt, dass ihre Heimatstadt ziemlich bekannt für seine Flugschiffe war. Deswegen frage ich mich, warum Amalaya eigentlich zum Himmelsturm musste, um Schiffsbauerin zu werden. Aber ich verbuche das mal unter Auslandssemester. Denn wenn Liretena tatsächlich so jung war zu dem Zeitpunkt, dann war es vermutlich naheliegend, da sich Wissen aus dem Himmelsturm zu holen. Ich habe mal geschaut, wie alt Amalaya war, als sie nach Omethion aufgebrochen ist. Sie war da 24, was extrem jung ist, also zumindest in DSA 4, wenn man sich eine Elfe erstellt hat, konnte man gar nicht mit 24 Jahren ins Abenteuer starten. Aber auch hier denke ich nicht, dass sich das im Spiel irgendwie auswirkt. Ich schätze nicht, dass die Spieler hier irgendwelche Jahreszahlen nachrechnen. Es geht dann also in die Traumwelt und Liretena wird uns direkt als industrielles Zentrum der Hochelfen vorgestellt. Es war ein Vorposten von Vaya Vinda und diente in erster Linie, naja, der Aufrüstung. Also es war eine Stadt Zerzals, also die Zerzalverehrung war dort sehr stark und das ist in dem Abenteuer als, naja, Industrialisierung gewissermaßen dargestellt.
Das ist eine ganz schöne Facette und zeigt auch mal wieder den starken Kontrast zwischen der Kultur der Hochelfen und den heutigen Elfen. Also da ist viel Potenzial für Befremden, wenn man einen Elfen in der Gruppe hat. Die Stadtbeschreibung ist wiederum sehr schön, auch mit schönen Details, wie zum Beispiel, dass die fehlende Konzentration einzelner Gebäude auf einem Fleck einer der Gründe sei, warum man im heutigen Aventurien nur äußerst selten Überreste der alten Elfenstadt findet. Die Helden werden in der Stadt erstmal sehr unfreundlich empfangen, was eine wichtige Funktion für diesen Abschnitt hat. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir schon so, das ist die Essenz von dem, was Spieler an Elfen hassen. Die Helden werden von schwer gerüsteten Elfenkriegern empfangen und hochmütig nach ihrem Begehr befragt. Die Helden werden als Vasallen und unsichere Verbündete aus den kurzlebigen Völkern gesehen. Lediglich Elfen werden besser behandelt, Sternenklang als Kind. Was sollen die Helden nun tun? Die Amalaya, die sie in dieser Traumwelt kennenlernen, ist zu dem Zeitpunkt sehr Zerzal zugewandt, wie die ganze Stadt. Und das Ziel ist es, Amalaya auf den Weg zu Nurti zu schicken, wofür eine Sammelprobe nötig ist, die allerdings um die Seelenmakel erschwert ist, die zu diesem Zeitpunkt auf der Bahalür lasten. Deswegen müssen die Helden erstmal Seelenmakel abbauen. Und zwar tun sie das, indem sie die Traumwelt für ihre Bewohner schöner und freundlicher machen. Wenn sie das hinkriegen, ist Amalaya endlich bereit, mit ihnen zu reden und stellt der graue Mann innerhalb der Traumwelt den Kontakt zu Amalayas Schwester Seltaya her, die noch am Leben ist und sich auf den Inseln im Nebel befindet. Außerdem können die Helden mit anhören, was Orima Amalaya damals als Kind prophezeit hat, was eine wichtige Info fürs letzte Abenteuer ist. Wenn sie auf Amalaya stoßen, bevor sie genug Harmonie-Sidequests gemacht haben, werden sie von Amalaya nur kriegerisch angeschnauzt. Und was mit Dashia in dieser Szene ist, weiß ich überhaupt nicht, das steht da nicht. Also ich denke mal, dass Amalaya sie ignoriert. Denn auch irgendwie Amalaya in Kontakt mit ihrer Reinkarnation zu bringen, ist irgendwie so ein Ziel in diesem Abschnitt. Mein erstes Problem damit ist, wie sollen die Spieler das kapieren? Also, wenn sie auf Amalaya treffen und merken, okay, die will irgendwie nicht mit uns reden, die ist irgendwie unfreundlich, ich weiß nicht, ob dann der logische Schluss ist, lasst uns rausgehen und random NSCs mit ihrem Problemchen helfen. Es kann sein, dass da die Vorerfahrungen aus den anderen Abenteuer helfen, aber insgesamt finde ich das sehr vage und ich glaube, es kann sehr frustrierend sein, herauszufinden, was man denn jetzt eigentlich tun soll. Mein zweiter Kritikpunkt an dem Ganzen ist, es scheint immer nur eine richtige Lösung zu geben. Also wenn es darum geht, wie man diesen NSCs helfen kann, beziehungsweise wie man es schafft, mit Amalaya ins Gespräch zu kommen, das ist sehr klar vorgezeichnet und es ist echt wenig Raum für spielerische Kreativität. Also das gefällt mir nicht so besonders. Gegen das erste Problem kann man was machen, und zwar indem man die Helden vom Hafen aus möglichst direkt ins Nymphäum schickt. Das Nymphäum ist ein wichtiger Schauplatz in dieser Traumwelt, und wenn sie da mit zu vielen Seelenmakeln hinkommen, erscheint ihnen dort der graue Mann und gibt ihnen die Quest, auf die sie sonst selber kommen müssen. Sie müssen dann zwar nachher nochmal wiederkommen, wenn sie ihre Quest brav erledigt haben, aber wenigstens finden sie auf diese Art und Weise jemanden, der ihnen Auskunft geben kann. Aber das verhindert zumindest, dass die Helden ziellos umherirren und keine Ahnung haben, warum sie eigentlich da sind und was sie tun sollen. Und wenn das dann alles geklappt hat, dann stellt der graue Mann den Kontakt zu Amalayas Schwester auf den Inseln im Nebel her. Seltaya wurde nämlich von Orima prophezeit, dass sie ihre Schwester verlieren, aber nach Äonen wieder treffen würde. Das heißt, in Gestalt von Dashia. Und ja, coole Szene. Aber was für eine Bedeutung hat die Szene für die Helden in dem Abenteuer? Hier redet NSC mit NSC.
nämlich Seltaya mit Dashia. Und das ist sicher schön, aber es ist wieder so ein Moment, wo die Helden nicht im Mittelpunkt des Ganzen stehen. Zum Schluss gibt es da noch eine Cutscene, ich nenne das jetzt einfach mal so, in der Orima mit Amalaya redet. Und zwar ist das alles ein bisschen kryptisch, das heißt, die Helden können über die genaue Bedeutung rätseln, aber ihnen sollte klar werden, dass Orima Tieshiana beschreibt. Das finde ich persönlich gar nicht so leicht und hier kommt jetzt wieder dieses novadische Märchen ins Spiel, denn das novadische Märchen ist am Ende des Tages viel klarer als das, was Orima da von sich gibt. Das heißt, überlegt euch irgendwas, wie ihr dieses Märchen halbwegs plausibel an den Mann bringt. Denn ohne das Märchen ist es bedeutend schwieriger und man muss wahrscheinlich auf der Metaebene kommunizieren, ihr sollt jetzt nach Tieshiana. Dann erklärt uns das Abenteuer freundlicherweise noch ein, zwei Dinge, und zwar unter anderem, dass Orima durch Amalayas Erinnerungen zurück nach Dere geholt werden soll. Das ist mega cool. Also dafür bin ich unter anderem seit 5 Abenteuern dabei. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Aber gut, das werden wir dann wohl im letzten Abenteuer erfahren. Nachdem die Helden dann aus der Traumwelt entlassen sind, gibt es vielleicht zum ersten Mal in der Kampagne Loot. Ich bin jemand, der nicht besonders hinter Loot her ist, aber ich weiß, dass es für einige Leute sehr wichtig ist. Das heißt, das ist relativ spät, aber hey, besser spät als nie. Und zwar handelt es sich um Geschenke vom Grauen Mann. Denn am Grund des Ochsenwassers liegt nicht nur ein Riese, sondern auch ein Haufen Schätze. Und zwar ist das einerseits der Schatz des Riesen Oxtan, auf der anderen Seite aber auch diverse Kleinode hochelfischer Herkunft. Und ein Quest-Item ist auch noch dabei, und zwar der Schleier der Orima, den sie im letzten Abenteuer brauchen werden. Diese Schätze bekommen sie aber nicht auf dem Silbertablett serviert, sondern die müssen sie selber raustauchen. Was aus meiner Sicht ein ganz nettes Minigame ergibt. Also es ist so ein bisschen Spiel im Spiel, darunter tauchen und schauen, wer wie viel rausholen kann. Aber das böse Erwachen kommt bald. Im Dorf der Himmelslux-Sippe steht nämlich derweil nicht gerade alles zum Besten. Das Dorf wird nämlich von Trollzackern angegriffen. Wiederum ist Talwa im Hintergrund der Stuppenzieher über den Drachen Ferrakinor, der sich den Trollzackern offenbart hat und ihnen verklickert hat, dass er ihr Gott ist und von ihnen verlangt, diese Elfen umzubringen. Es hängt jetzt davon ab, mit wie vielen Seelenmakeln die Helden in die Traumwelt reingegangen sind, beziehungsweise wie lange sie danach noch nach Schätzen getaucht haben, ob das Dorf von den Trollzackern ausgelöscht wurde oder ob der Angriff gerade erst begonnen hat und da noch was zu retten ist. Die verschiedenen Szenarien, die die Helden im Elfendorf antreffen können, finde ich sehr gut ausgestaltet. Also gerade die Optionen, wo noch was zu retten ist, beziehungsweise wie sich die Lage an welcher Position verschlimmert, je nachdem, wie lange sie eben gebraucht haben. Und es wird auch die Option der Evakuierung angedacht. Das finde ich gut, denn das ist wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt, denn das haben sie im Grunde genommen ja im letzten Abenteuer auch gemacht. Also finde ich das eine sehr naheliegende Überlegung. Also glaube ich, dass Evakuierung hier durchaus eine plausible Option ist. Der Drache ist wieder nicht zum Abschuss freigegeben. Der soll in Teil 6 nochmal wiederkommen. Mal sehen, ob man ihn dann töten darf. Ich habe lange über diese Konstruktion nachgedacht. Denn im Endeffekt werden hier ja die Helden dafür bestraft, dass sie in der Traumwelt NSCs geholfen haben und dadurch Seelenmakel abgebaut haben. Und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob diese Konstruktion genial oder furchtbar ist, denn daraus resultiert eine Sache, die durchaus passend ist. Und zwar, finstere Gruppen kriegen die finstere Geschichte. Denn diese Seelenmakel kommen ja nicht von ungefähr.
Gut, nicht alle Seelenmakel fängt sich die Bahá'u'lláh durch Fehlverhalten der Helden ein, aber es gibt schon auch genug Stellen, wo die Seelenmakel daraus kommen, dass die Helden auf den Putz gehauen haben. Also jetzt gerade erinnere ich mich an Rühl Arg, wo die Helden ja nach und nach korrumpiert werden, auf der Suche nach einem Ausweg aus diesem Szenario und eben immer mehr diese dunkelelfische Denkweise annehmen. Da gab es sehr viel Potenzial für Seelenmakel, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, diese Seelenmakel, die wirken sich hier dann später aus. Es ist davon auszugehen, dass Spieler, die zum Beispiel in dieser Rolle als Dunkelelfen richtig aufgegangen sind und sich da bewusst korrumpieren haben lassen, auch, sagen wir mal, düstere Geschichten bevorzugen. Und eine solche düsterere Geschichte kriegt man natürlich durch die Auslöschung des Elfendorfes. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch ein Muster in der Kampagne. Und zwar, wenn man viele Seelenmakel hat, dann dauern Abschnitte länger. Und überlegt euch mal, was das impliziert. Das bedeutet nämlich, länger spielen ist eine Strafe. Und das finde ich ein sehr problematisches Statement. Denn das Spielen dieser Kampagne sollte ja eigentlich Spaß machen. Und das hat schon im Totenmoor dazu geführt, dass mehr Bruchstücke eingesammelt werden mussten, was nicht besser oder schlechter ist, sondern einfach länger dauert. Also im Totenmoor hatte das noch keine negativen Konsequenzen. Aber jetzt wiederholt sich das gleiche Spiel mit den Harmonie-Sidequests in der Traumwelt von Diretena. Und naja, wenn die Helden hier mit vielen Seelenmakeln reingehen, müssen sie potenziell mehr Seelenmakel abbauen, damit sie in der Traumwelt Erfolg haben können. Und da müssen sie eben auch nicht nur ein oder zwei NSCs helfen, sondern, keine Ahnung, 5 oder 6. Und zumindest mir erscheint das jetzt nicht wie das pure Vergnügen. Aber das ist subjektiv. Wenn also das Elfendorf ausgelöscht wurde, dann ist es gerade für eine finstere Gruppe, die ja eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dieses Ende zu bekommen, vermutlich ein naheliegender Gedanke, sich an den Trollzackern und oder dem Drachen rächen zu wollen. Und dreimal dürft ihr raten, was dann passiert. Zack, sie haben schon wieder einen neuen Seelenmakel. Was symbolisiert, dass hier Arantalvas Plan Erfolg hat, denn Arantalva lässt dieses Elfendorf zerstören, um das arme Kind zu traumatisieren, damit seine Seele mit negativen Emotionen geflutet ist und deswegen dann später das Zusammenfügen von Amalayas Seelenlied nicht funktionieren soll. Doch egal, ob die Elfensippe nun tot ist oder nicht, die Helden müssen auf jeden Fall Dashia mit nach Tieshiana nehmen, wohin Lailat ihnen den Weg zeigen kann. Das Abenteuer scheint mir hier stark davon auszugehen, dass die Sache nicht gut ausgegangen ist und die Eltern des Kindes tot sind. Und zumindest wird hier nicht beschrieben, wie eigentlich die Eltern, die vorher ja noch relativ stark gemacht wurden, dazu stehen, dass ihre Tochter sich jetzt in die Weltgeschichte aufmacht. Dann kommen wir zu so etwas wie einem Fazit. Wie gesagt, ich mochte die Stadtbeschreibung von Liretena, auch wenn man die wahrscheinlich leider außerhalb des Kontexts des Abenteuers kaum benutzen kann, denn wer spielt denn wirklich im alten Liretena? Ich finde auch diese Idee, die Zerzal-Verehrung in Liretena als Waffenindustrie darzustellen, echt gut. Wäre ich nicht drauf gekommen, aber finde ich spannend. Nur ist mir Zerzal als Göttin insgesamt in der Kampagne zu eindimensional und zu negativ dargestellt. Wie gesagt, es passt zwar zu den Hochelfen, dass sie es eben übertrieben haben, aber das Gleichgewicht zwischen Nordra und Zerza, zwischen Werden und Vergehen, wird in der Kampagne zwar mehrfach behauptet, aber es wird nicht gezeigt. Zerzal-Verehrung erscheint nicht als legitime Alternative zur Nurti-Verehrung.
Dabei ist Zerzal ja nicht nur Kriegs-, sondern auch Jagd- und Totengöttin und hat für die Elfen eine Reihe von wichtigen und auch positiven Aspekten. Also hier finde ich es schade, dass Zerzal irgendwie immer nur als das zu Überwindende dargestellt wird. Was, wie ich denke, ein objektiveres Problem ist, ist, dass Spieler in einem Abenteuer wiederholt im Unklaren gelassen werden, was sie eigentlich tun sollen, und auf der anderen Seite ihre spielerische Freiheit eingeschränkt wird. Einerseits gibt es in den Traumszenen, die die Harmonie in Lyrithena wiederherstellen sollen, wenig Möglichkeiten, irgendwie selbst gute Ideen einzubringen. Das finde ich sehr schade. Und auf der anderen Seite wird mir irgendwie zu sehr die Moralkeule geschwungen. Das mit diesen Seelenmakeln ist eine interessante Mechanik, aber ich habe hier so den erhobenen Zeigefinger im Hinterkopf, so dieses Du, wage es ja nicht, Rache zu üben. Weil über dieses Werkzeug eben sehr eindeutig bewertet wird, was gut und böse ist. Und die Interpretation ihrer Taten im Endeffekt den Spielern aus der Hand genommen wird. Also es gibt hier keine Graubereiche. Die Kampagne sagt dir sehr klar, hierfür gibt es einen Seelenmakel, hierfür kannst du einen Seelenmakel heilen und Rache ist böse und das darfst du ihnen nicht durchgehen lassen. Das setzt mich als Spielleitung irgendwie in so eine erzieherische Funktion, die ich eigentlich nicht innehaben möchte. Aber ich möchte nicht so negativ enden, denn das würde dem Abenteuer bzw. der Kampagne auch irgendwie Unrecht tun. Deswegen am Schluss nochmal meine Highlights. Ich war erst sehr skeptisch gegenüber der Questline mit dem Schwarzmagier. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto besser hat mir das eigentlich gefallen. Ich meine, ja, der Schwarzmagier ist Stereotyp der Bösewicht, aber seine Vorgehensweise finde ich eigentlich ziemlich gelungen. Und auch wenn dieses Problem auf Kapitel 1 beschränkt ist, finde ich, bringt es doch mal eine ganz nette Abwechslung rein. Also mit einem Schwarzmagier in einer Taverne sitzen und sich unmoralische Angebote machen lassen, hatten wir in dieser Kampagne auf jeden Fall noch nicht. Auch, dass es diverse Kämpfe in der Echtwelt gab, finde ich nicht so verkehrt. Und ich glaube, ich bin durchaus ein Fan von der Wüstenelfe. Also vor allem, solange sie noch nicht manifestiert ist, sondern als Spukerscheinung unterwegs ist, finde ich die sehr stimmungsvoll. Und wie gesagt, ich persönlich bin da wegen dem Sternenfall und wegen der Rückkehr der Schicksalsgöttin Urima und deswegen erwarte ich voller Spannung das letzte Abenteuer und den Abschluss der Kampagne. Bis dahin weiterhin viel Spaß mit der Sternenträger-Kampagne und ich hoffe, dass ich euch helfen konnte, in dem Abschnitt mit der Traumwelt eure Spieler auf die richtige Fährte zu setzen. Denn ich glaube, über diesen Kniff könnt ihr euch und eurer Gruppe viel Frust ersparen. Sanja Sala, bis zum nächsten Mal.